Wir machen jetzt noch voll fertig, oder? Ja. Okay. Willst du wieder oder soll ich? Hallo, Sir. Mach du mal. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Yoshis Wolliger Wulli World. Wulli Wulli World. Genau. Heute mit Level 6.4. Und zu dir ist weg. Wieso? Weil du nicht da bist. Wo bin. What the fuck? Ach, ich hab mich versteckt. Woo! Okay. Gehen wir in Welt 6.4, Knoppert, Simmes Festung. Mal wieder in den guten Knoppert, den alten Alunken kennen wir ja schon. Das ist ja die Schildkröte, die auch so ein paar Bauchprobleme hat. Nach das Fettvieh. Ja. Guck mal, der hat einmal schwarz, einmal. Also, ich glaube, aus dem Mimus könnte man einen eigenen Film machen, ohne Witz. Ja, das wäre die Ein- und Ausblende. Ja, ich habe mir überlegt, was meint ihr denn dann? Ah. Aua! Da ist nichts. Warum? Ich wollte nicht benutzt werden. Ich fühle mich so schmutzig. Benutz mich. Beschmutz mich. Guck mal, ich hab was gefunden. Das machst jetzt du. Hör auf, das zu singen, das ist verstörend! Halt! Was war das denn bitte? Ach, Telegram ist nicht ganz zu. Das ist aber nicht die Digi-Crew. Das hat sich gereimt. Juhu. Ja. Ich dachte eigentlich, du auf deinem Handy eine Telegram-Nachricht erhalten, das wäre die Digi-Crew gewesen. War es aber nicht. Daher bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, was das war. Ach, wahrscheinlich eine WhatsApp-Nachricht in Chrome. Das könnte sein. Gut, hören wir auf zu überlegen, woher dieses Geräusch kommt und spielen das Level weiter. Ja. Sorry, wenn ich kurz abgelenkt war. Ich wollte mich echt interessieren. Haben wir hier schon eine Wolle eingesammelt? Hallo? Ja. Ja, der an Dabi? Haben wir schon eine Wolle? Nicht. Hier ist mal die erste Sonne. Blume! Patrick, das ist eine Blume! Dankeschön! Ja, ich sterb einfach, mein Gott. Das ist doch alles kacke hier. Schauen wir mal. Hui! Hier ist nichts. Ich komme. Oh nein. Oh nein. Vielleicht überlebe ich noch. Nein. Was machst du? Geh am besten weiter, weil wenn man hier sowieso noch ein paar Mal drauf darf. Verdammt, die erste fehlt. Zurück? Ja, nein, vielleicht? Das wird wahrscheinlich im ersten Abschnitt gewesen sein, hinter der Tür. Da, wo wir nicht mehr hinkommen. Bist du dir sicher? Ja. 100%ig? Ja. Bist du... Okay. Skillshot. Scheiße. Ah. Komm mal her. Ja, ich bin doch schon die ganze Zeit hier. Gut. Alter, sorry fürs Rausgehen, das war nicht mit Absicht, ich war, keine Ahnung. Gut, normal. Wir dürfen hier einfach nicht weggehen. Lass mich eben ein bisschen Eier auf. Ich tu einfach gar nichts. Okay, das ist super. Ich leg mich hin. Also von der rein theoretischen Schwerkraft sollte ich eigentlich runterfallen müssen. Du hast nur noch kein Herz. Bitte stirb nicht. Bitte stirb nicht bis... Oh, das ist... So. Stress! Ruhe! Oh, shit. Okay. Na toll. Hilfe! Hilfe! Okay, was tun wir? Achso, das... Was? Ich bin überfordert mit allem.
tot. Wir müssen hier anfangen. Los, lauf. Wo war die erste Wolle nochmal? Ach ja. Da. Müssen wir die Blume nochmal einsammeln? Nein. Ich bin tot. Tschüss. Okay. Das ist eigentlich nicht klug, den Scheibings Cooper loszuschießen. Just saying. Ich hab gedacht, ich wäre sicher, wenn ich mich... Oh! Dankeschön. Was jetzt? Soll ich mit dir weiterlaufen? Soll ich dich darüber spucken? Lauf mit mir weiter. Ich vertraue dir. Okay, doch keine Wolle. Obwohl, vielleicht oben links. Ich habe vor... Warum macht er das? Normal hat er sich blättert, aber auch normal ist es auch normal runtergeschnitten. Da bin ich von über... Wolle. Alter, du... Nein, nicht sterben. Da. Also bin ich eigentlich behindert? Ja. Okay, ich hab's geschafft. Das Level ist nicht einfach. Nee, wir sind ja auch in der letzten Welt, ne? Ich weiß, das ist... Die letzte Welt von 3D World war einfacher. Und du hast vorher gesagt, das Spiel ist für Kinder. Der Schwierigkeitsgrad ist alles... Okay, gut, es gibt ja auch noch den Entspannt-Modus. Aber den spielen wir Erwachsenen coolen Geist ja nicht. Wir sind nicht so uncool. Genau. Ich habe versucht, etwas zu tun, habe aber nichts getan. Ich habe irgendwie die Wolle eingesammelt. Sehr gut. Okay, hier darf man viermal drauf. Eins. Ich bin schon was safe. Ich habe die Sonne gesammelt. Blume! Was? Nichts. Okay. Ist nichts, okay. Mehr Luftballons. Ja. Was? Alter, ich hasse das hier gerade so sehr. Ich weiß nicht, was hier passiert. Please, ich glaube, du stirbst. Oh Gott, Alter. Hier ist was. Warum eigentlich nicht? Nein! Ich tot bin. Oh, was ist das denn? Müssen wir hier gar nichts tun? Gar nichts, nein. Außer drinnen bleiben. Ja. Das sollten wir schon. Danke. Wir müssen halt immer wieder springen, wenn das kommt. Das dauert ja Jahre. Ich will eigentlich nicht so lange warten. Ich bin aus Gründen gestorben, die ich selbst nicht nachvollziehen kann. Warum können eigentlich solche Neuner-Dinger nicht bei uns stehen, wo wir rumlaufen müssen? Warum sind die nur hier, wo sie stören? Weiß ich nicht. Das ist voll gemein. Das sind gar keine Kinderfreunde. Und ihr wisst, dieses Spiel ist so hart, manchmal wirklich so unfair. Das ist doch kein Spiel mehr für Kinder. Ist es einfach nicht. Aber guck dir diese tollen lächelnden Ballons. Ja, es ist ja wirklich fucking süß gestaltet. Das stimmt ja. Aber der Schwierigkeitsgrad ist einfach so immens. Da ist Rayman 1 leichter. Okay, das war jetzt übertrieben, aber... Warte, Rayman 1, dieses Spiel. Ich müsste eigentlich mal weiterspielen. Ah! Okay, wir hören auf, über Rayman zu sprechen und spielen hier weiter. Vor allem wir. Es war ja nur ich.
Monolog. Was? Was? Wieso? Ich lebe noch! Siehst du, was ich meine? Das Spiel ist nicht für Kinder, das ist für Skiller. Normalerweise. Wir sind eigentlich zwei Noobs. Ich weiß auch nicht, wieso wir so weit kommen. Ja, iss mich einfach. Klappt das? Alter, du... Ich weiß es nicht. Egal, was da drin ist, geh einfach ins Ziel. Level, Tür. Ja, Tür. Nur das hier nervig. Nein, das sieht entspannt. Blume! Wirklich? Ich bin so doof. So. Müssen wir halt nur nachher nochmal rein und schnell die erste holen. Ja, aber ansonsten ging das Level, oder? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich habe den Anfang wieder vergessen. Der Anfang waren auch Luftballons. Ah ja. Ah ja. Willst du, vielleicht soll ich mal sprechen? Nein. Nicht, dass du wieder... Jetzt mach ich ernst. Hier, Schluss mit den Artisch-Dichtartig. Das hast du bei den letzten 11 auch schon gesagt. Wenn mein Freund zu mit euch fertig ist, kann ich 7 und mit zusammen flicken. Bei Flicken habe ich zuerst was anderes gelesen. Was? Guck mal, da ist Knotbert. Hi, Fetzer. Als ob der eine fucking Kugelwilli-Kanone auf seinem scheiß Rücken hat. Sein Schwachpunkt ist diesmal nicht ein Bändchen, sondern die Kanone auf dem Kopf. Auf dem Rücken, meine ich. Auf dem Kopf? Ja. Dankeschön. Da, ich wollte dich ein... Befreie dich selbst. Ich kann gar nicht. Ja, nee, ich kann nicht mehr. Ich komme. Bam! Was machst du eigentlich da oben? Ich hatte versucht, von da die Kanone zu treffen. Getroffen. Sehr gut. Teamarbeit. Team Virgo P. So, jetzt kommt er wieder durch die Luft und macht uns halt komische Sachen kaputt. Ah ne, ja, komm, Kugelbillis. Richtig. So macht er Erdlöcher in den Boden. Und ich fall genau da. Die sind nicht wirklich groß. Ja, schieß doch einfach! Sag mal, hör doch mal auf mit diesem ganzen... mit diesem Tänzchen, den ganzen Scheiß. Greif doch einfach an, wie ein normaler Mensch. Genau so. Und jetzt lass dich treffen. Sehr gut. Dann den hier, guck. Ist das so schwer, Knobbert? Einfach mal ein bisschen Kooperation zeigen. Wir wollen dich nur töten. Hilf jetzt, doch mal ein bisschen jetzt mit. Jetzt bist du lustig. Ja, ich habe totgelacht, mich. Ja. Oh, nein. Das hat echt gepasst. Tot. Ich wollte dich noch mit einem Dings-Woll-Dings abwerfen. Siegesgeheul! Das war das vorletzte Mal. Ja. Ach, wir müssen die erste Wolle ja noch holen. The moment when you realize you... Das schneide ich dann auch wieder entsprechend rein. Ihr werdet also gleich den Ausschnitt sehen, wo wir die letzte Wolle gefunden haben. Beziehungsweise ja, die das erste. Das heißt, ihr müsst euch nicht so unglaublich schnell abracken wie wir. Wisst ihr eigentlich, wie hart wir für diese zwei Projekte arbeiten? Wenn ihr nicht mindestens so dann Aufrufe kriegt, hören wir auf mit ihm. Okay, das war jetzt übertrieben, aber es macht ja auch Spaß. Ich habe nichts gesagt, gehen wir ins Level. Ah ja, gute Idee. Abgründe. Soll ich das auch machen?
So finden wir die erst auf jeden Fall und mit deiner Fähigkeit können wir dann zum Ende gehen. Hier ist nichts, sonst wird man es ja sehen. Ich habe versteckte Dinge. Ach ja. Lass mich raten. Okay, nein, das hatten wir ja. Das wäre zu einfach. Na, Mama, es gab auch schon. Es gab auch schon sehr einfache Wollknolls. Ja. Im Spiel. Noch schon in dieser Welt. So. Da. Vielleicht. Da waren wir. Stimmt, das hatten wir auch. Das da oben zwar auch, aber ich guck trotzdem mal. Du darfst jetzt deine Rolle wieder haben. Ach ja, da geht's ja weiter. Vielleicht. Just try it. Wahrscheinlich irgendwo hier müssen wir sehen, nehme ich an. Was ist denn da unten? Venedig, wir müssen dicht. Schau mal hier. Da oben. Da. Da war der Cooper. Alter, als ob wir das übersehen haben. Ja, haben wir scheinbar. Ja, toll. Ich freue mich. Aber jetzt Speedrun-mäßig. Pop, 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 pop. So, ich bin oben. So, dann. Was? Ich sag ja Speedrun. Ja. So wie sie es gehört. Ohne Rücksicht auf Verluste. Hauptsache einer kommt durch. Ja, du kommst sowieso durch. Sagte er und rannte davon. Ach ja, da war ja was. Alter, als ob du das jetzt vergessen hast. Ich bitte dich. Ich hab das vergessen. Ja, am besten wir sammeln nochmal alle 5 Volle ein. Einfach so zum Spaß. So. Ich kann ja in den Abgrund fahren. Das ist total die hilfreiche Fähigkeit. Ach, die vergesse ich einfach. Döpi, döp, döp. Ich hab jetzt gerade echt gedacht, ich müsste sterben. Tja. Ist doch schön, wenn es nicht passiert. Ja, ne? Boing. Boing. Das brauche ich halt einfach gar nicht. Ich schaffe das so. So, hier komme ich aber nicht rum. Der nicht runterfallen kann, ist gerade gestorben. Ja. Ich kann zwar vor Abgründen geschützt sein, aber wenn das Scrolling mich aufhält, dann ist das ein Problem. Ich will die Blume! Wir haben beide die gleiche Idee. Ja, wir haben uns besser gegessen, aber es hat nur bei mir funktioniert. So, nochmal Knotbär töten. Toll! Knoti Berti. Ja, wie auch immer. Du Irrer. Ja. Jetzt überspringen wir mal. Warum bin ich im Ei? Geh da auf. Ja gut. Ups. Autsch. Ja. Tut mir leid. Autsch. Ah.
Ich hatte was im Mund. Anscheinend ja. Geh weg! Vielleicht sollten wir noch mal treffen. Ja. Wäre von Vorteil. Au. Warum kommt da eigentlich weißes Zeug runter? Was macht der da oben? Das sind Federn. Ja, Federn. Alter! Ich wollte gerade sagen, das sollst du jetzt eigentlich treffen. Ah, okay. So, noch 4 Level, dann sollten wir durch sein. Ja, in der Regel schon. Dann bin ich auch durch mit meinen Kräften und Nerven. Nächstes Mal nehmen wir kürzere Spiele. Obwohl, ich glaube, deins am Ende länger, müssen wir mal schauen. Ich glaube aber schon. Nun, was kriegen wir für einen Yoshi? Ich sage ja, es ist, Gay Yoshi! Nein, Kaugummi Yoshi natürlich. So. Auf ins nächste Level. Ja, 6-5. Es heißt, die Masche der Bo- auch nicht schon wieder ein Geisterdings-Level. Ich hatte übrigens nicht recht mit dem Sound von vorher, dann bin ich komplett verwirrt.